herzlich zu einem neuen Vlog. Ich bin jetzt gerade vom Kurs raus. Also ich habe ja immer so alle 2 Wochen so einen Kurs vom Amt. Hilft mir sehr, und das meine ich ernst. Gibt ja Kurse sind Maßnahmen, die einen Scheißdreck bringen. Aber das ist gut, weil der gucke mir Stellenangebote durch und der wirft sich dann in meinen Namen drauf. Das heißt, ich muss selber gar nichts machen. Bewerbungsmäßig. Der macht alles für mich. Entweder rufen die dann mich an, die Stellen, wenn die mich Tests an mir haben, oder die rufen den an und der ruft dann mich an. Das ist ein super Ding. Da bin ich alle 2-3 Wochen, ich habe so Termine. Und das geht immer 90 Minuten. Heute war es kürzer, weil wir nicht so viel zu machen hatten. Normalerweise geht es immer eine Stunde, geht immer 90 Minuten. Ich hatte 12.30 Uhr den Termin. Jetzt haben wir es 13.30 Uhr. Also heute war es nur eine Stunde. Normal machen wir immer 1,5 Stunden durch. Aber wir hatten nichts mehr zu machen, also haben wir heute eine Stunde gemacht. So, ich bin der Weg zum Bahnhof. Ich bin in Bad Homburg gerade. Kennen die, die in Hessen wohnen? Ja, mehr habe ich nicht zu erzählen. Also, ich wollte erzählen, dass ich auf Kurs war, dass ich nach Hause gehe. Und ich habe vor, wieder nächste Zeit wieder Reactions hochzuladen und Kanalvorstellungen. Wenn ihr wollt, dass ich rechts, wenn ich rechts hochladen soll oder Kanalvorstellungen, könnt ihr mir jetzt in die Kommentare Videos reinposten, also den Link, auf den ich reagieren soll, und euren Kanal oder einen Kanal, den ich vorstellen soll. Geht dabei nicht immer, ich werde keine Videos vorstellen, ich werde auf keine Videos reagieren, die einen Scheiß haben. Es wird schon Videos sein, die einen Sinn haben. Ja? Wenn ich ein Video sehe, das keinen Sinn hat, dieser User wird dann blockiert. Und bei Kanäle vorstellen, ich möchte Kanäle vorstellen, die auch was produziert haben. Wenn der Kanal ist, der nur ein Video hat oder nur Kanäle hat, die ihr guckt oder abonniert hat, das ist nicht. Der Kanal muss aktiv sein. Ich schicke eine Ampel. Der Kanal muss aktiv sein und er muss auch Videos haben und auch produzieren. Abonnentenzahl ist unwichtig. Hauptsache, er ist aktiv und er macht Videos. Ja, das ist sehr wichtig. Wenn ich ihn vorstelle, dann kann man auch gucken und vielleicht gewinnt er mich Abonnenten. Wird er nicht so groß, dass ich das, dass es halt was hilft oder halt nur wenig, aber machen kann ich es. Ja? Also postet mir eure Kanäle hier rein und links, also immer den Link. Nicht den Namen, einfach den Kanal-Link oder das Video von dem Link. Oder wenn ich mir das angucken. Und dann, also ich werde mir das Video erstmal angucken. So ein paar Sekunden. Wenn das gut ist, werde ich ein Video drüber machen. Und meine Kanäle auch. Ich gucke den Kanal erstmal privat an, also offline. So ein bisschen. Und dann mache ich Videos drüber. Weil es ist so, für Kochvideos, das wird langsam, ja, ich habe jetzt einfach alles so gekocht, was ich kann. Ich weiß nicht, was ich noch machen sollte. Ja, also Kochvideos, klar, es gibt noch viele, viele Gerichte, aber ich weiß nicht, was ich kochen soll. Kommt jetzt nicht mit eher sowas wie mit Hähnchen oder so, oder mit Gulasch, nee. Das sind alles Gerichte, die sind für mehr Personen. Ich koche mehr Gerichte, für die man entweder einfrieren kann
Oder die man halt, die man halt einfach kochen kann. So ein Gulasch oder so ist ein bisschen schwer, stelle ich mir vor. Ich werde wahrscheinlich, ich werde noch versuchen, mir halt, also ich werde noch versuchen, halt Gerichte zu finden, die ich kochen kann. Aber erstmal nicht. Erstmal mache ich Reactions, Kanalvorstellungen, Einkaufsvideos natürlich. Das Einkaufsvideo wird natürlich weitergehen. Und hier jetzt natürlich die Vlogs. Wenn ich weiß, hier wundere mich, wenn man nach oben gucke ich auf die Straße. Ich kann nicht ans Handy gucken. Ich muss ja auch hier gucken, wo ich hinlaufe. Ja, das sind so die Pläne für das weitere Kanal vorgehen. Mein Ziel ist halt, nächstes Ziel, kanalmäßig ist jetzt, dass ich halt die 4000 Videominuten erreiche, damit ich mein Videos monetarisieren kann. Ich werde zwar nicht daran verdienen, schätze ich mal. Du musst ja, wenn du, da kann man auch nicht mal wieder was drüber reden, wie das denn die Verdienst ist. Aber ja, das ist das nächste Ziel. Weil die Videominuten sinken, du musst auch, brauchst 1000 Abonnenten. Ich habe 4000. Und du brauchst 4000 Videominuten. In einem Jahr musst du das erreichen. Und ich bin bei 3800. 43, glaube ich. Und die Videominuten steigen und sinken. Die können ja auch runtergehen. Mein größtes, was ich gehabt habe, das war 3888. Das war das größte, was ich gehabt habe. An Videominuten. Und dann sind die Videominuten wieder gesunken. Das ist so. Ich werde nächstes Mal ein extra Video machen. Werde mal im Verdienst reden, was ich halt weiß. Ja, das war's. Und nicht vergessen. Bitte wie immer kommentieren, teilen und mich abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.